Heute zeige ich euch, wie ich eine Wildschweinkeule komplett mit dem Fuß, also mit der Klaue, gepökelt und dann geräuchert habe. Dieses wird ein Geschenk für einen Freund zum 60. Geburtstag. Ich habe jetzt hier meine Wildschweinkeule. Das Besondere an der ist, ich habe den Fuß dran gelassen. Normalerweise gibt es keinen Grund oder keinen vernünftigen Grund, eine Keule zu machen, wo der Fuß noch mit dran ist. Weil man kann sie nachher auf der Maschine schlecht aufschneiden. Beim Pökeln kann es Probleme am Knochen geben. Der einzige Grund ist, es sieht gut aus und es ist jetzt für einen Bekannten, der 60 Jahre alt wird, der wird diese Keule dann wie so ein Serrano-Schinken in so einem Ständer kriegen. Nachdem wir die Keule ja jetzt fertig haben hier, müssen wir uns um den Fuß kümmern, weil dieser Fuß ist die reinste Keimschleuder. Also der muss richtig sauber gemacht werden. Dazu schrubbe ich den Fuß mit warmem Wasser. Ich nehme auch noch Spülmittel dazu. Und werde ihn jetzt richtig schön mit einer Wurzelbürste bearbeiten. Zwischendurch auch ab und zu mal das Wasser wechseln. Das ist jetzt hier schon das dritte Mal, dass ich jetzt das Wasser gewechselt habe. Nachdem der Fuß jetzt ausgiebig gewaschen wurde, spüle ich ihn einfach nochmal mit klar Wasser ab. Auch die ganze Keule, damit nicht irgendwelche Seifenreste womöglich übrig bleiben. Als nächstes wird die Keule richtig schön trocken getupft, einschließlich des Fußes, um jetzt die letzten Keime noch, die eventuell noch vorhanden sind, von dem Fuß zu entfernen, habe ich hier 99,8% Alkohol. Den habe ich auch immer dafür da, wenn ich jetzt Eierlikör mache, den verwende ich dafür auch. Beziehungsweise, bevor ich mit Fleisch arbeite, da ich selten Handschuhe trage, desinfiziere ich mir da auch meistens schon noch die Hände mit. Nicht die billigste Methode, aber sehr wirkungsvoll. So, diesen Fuß reibe ich jetzt richtig schön mit dem Alkohol ein und warte danach einfach, bis der verdunstet ist. Man könnte ihn jetzt natürlich auch anzünden, aber dann würden die Härchen drunter leiden. So, wenn der Fuß jetzt super sauber ist, geht es weiter mit dem Pökeln. Übrigens, so saubere Füße hatte das Schwein sicherlich noch nie. Ich habe meine Keule jetzt gewogen, meine Kräutersalzmischung danach abgewogen. Kräutersalzmischung habe ich selber hergestellt, Pökelsalz und Kräuter. Die Rezeptur werde ich euch unter dem Text, unter dem langen Text, den keiner liest, verlinken. Ich habe hier genommen pro Kilo 56 Gramm von der Kräutersalzmischung. 56 Gramm Kräutersalzmischung entsprechen 40 Gramm Salz auf 1 Kilo Fleisch. Jetzt werde ich meine Keule in den Schlauch hier stecken. Ich habe ihn extra ein bisschen länger gewählt, weil ich nachher, wenn nach dem Pökeln und Räuchern, werde ich auch nochmal in dem Schlauch mein Fleisch weiterreifen lassen. Jetzt gebe ich die Pökelmischung dazu. Warum erst jetzt, wenn ich die vorher pökel und dann in den Schlauch packe, geht in der Erfahrung, wie es immer, erst immer die Hälfte daneben. Diese Salz-Kräutermischung jetzt einfach schön einreiben, dass der Schinken überall damit umhüllt ist. Auch oben,
wo der Fuß sitzt, einreiben, obwohl man das nicht isst. Aber dieses Pökelsalz oder Salz im Allgemeinen ist natürlich kein keimhemmend. Und sollten da wirklich noch welche überlebt haben, kriegen die jetzt damit den Rest. So, anschließend, wenn ihr alles schön verteilt und verrieben habt, wird das Ganze ins Vakuum gezogen. So, dieses lasse ich jetzt normalerweise, wenn man jetzt ohne Knochen, ohne Fuß pökeln würde, würde ich sagen 3 Wochen. Man rechnet pro Zentimeter immer einen Tag. Ich werde es mindestens 5 Wochen jetzt im Pökelschlaf lassen, bei Kühlschranktemperatur, also 3-4 Grad. Ihr werdet sehen, nach 1-2 Tagen wird sich hier Wasser ringsrum um die Keule bilden. Es wird also Wasser aus der Keule rausgezogen, sogenannte Mutterlauge. Sollte sich der Beutel, obwohl ihr ihn gut verschweißt habt, nach ein paar Tagen aufblähen, dann habt ihr im Endeffekt verloren, dann könnt ihr nur noch Hundefutter draus machen, denn sind da Keime drin. Hundefutter übrigens kochen, denn ja, das ist Schwein. Hier nochmal jetzt die Rückansicht. Wie gesagt, hier wird sich irgendwann jetzt Wasser bilden. So, hier haben wir die Keule jetzt nach 2 Tagen. Ich habe sie mir aus dem Kühlschrank geholt. Ich habe sie jetzt auch mal kurz so gehalten. Wenn ihr seht, hier unten ist alles diese Mutterlauge, also dieses Wasser, was aus dem Schinken rausgezogen wurde. Seht zu, dass möglichst der Schinken mit dieser Mutterlauge ruhig ordentlich in Verbindung kommt, weil diese Mutterlauge ist ja nichts anderes als hochkonzentrierte Salzlauge. Die zieht also ein. Also lasst ihn jetzt nicht so hängen, dass die Mutterlauge praktisch immer so wie eben bei mir zu sehen war, nach unten abfließt. So sieht meine Keule nach ca. 14 Tagen aus. Ihr seht, wie viel Wasser sich hier unten abgesetzt hat. Wie gesagt, hatte ich beim letzten schon mal gesagt, dieses Wasser ist jetzt nur zu Demozwecken nach unten gelaufen, sondern lasst es ruhig um die Keule rum, weil hochkonzentrierte Salzlauge, die jetzt noch mehr Wasser bzw. noch ins Fleisch eindringt. Braucht es aber noch mindestens 14 Tage, zur Sicherheit jedenfalls. 5 Wochen sind jetzt um. Ihr seht, wie viel Wasser dem Fleisch entzogen wurde. Jetzt werde ich die Schweinekeule aus dem Pökelschlaf befreien und sie wässern. Warum wässern? Weil ich hatte ja gesagt, ich habe sie mit sehr viel Salz gepökelt, um auf jeden Fall zu vermeiden, dass eventuell vorhandene Keime sich da vermehren. Und sie ist mir jetzt zum Essen zu scharf, also zu salzig. Wie werde ich sie jetzt einen Tag maximal in diesem Wasserbad wässern? So, was macht das Wasser jetzt? Das Wasser entzieht im Endeffekt dem Fleisch jetzt Salz. Natürlich, wenn ich jetzt ohne Knochen und ohne Fuß gepökelt hätte, hätte ich aufs Kilo maximal 32 bis 35 Gramm genommen. Hier habe ich hier weit über 40 Gramm drin, also es würde zu salzig werden. Die Keule hat jetzt 24 Stunden im Wasser verbracht. Da sollte jetzt hier noch Salz raus sein. Jetzt wird es trocken getupft. Und diese jetzt 1, 2, 3 Tage luftig aufgehängt zum Trocknen, weil sie muss, bevor wir sie räuchern, komplett trocken sein. Dies sollte möglichst bei hohen einstelligen Temperaturen stattfinden. Meine Keule hat jetzt 3 Tage nochmal zum Trocknen gehangen. Es ist wichtig, dass sie vorm Räuchern absolut trocken ist. Sonst kann es passieren, dass
die Keule nicht genug rauf aufnimmt oder schlimmstenfalls sogar so leicht säuerlich schmeckt. Ich habe rechts jetzt neben der Keule schon meinen Sparband vorbereitet. Sägespäne, welche ich noch zusätzlich mit ein paar Lorbeerblättern bzw. Wacholderbeeren oben garniert habe, um das Aroma nochmal ein bisschen hervorzuheben. Ich werde diese Keule auch nur maximal zweimal räuchern, weil es ist vorgekommen, dass es also bei einer Feier, wo die dann auf den Tisch gestellt wurde, die ganze Lokal mehr oder weniger wie eine Räucherkammer gerochen hat. Also einmal, zweimal maximal. Dieser Sparbrand wird circa 12 bis 15 Stunden vor sich hin glimmen. Je nachdem, wie stark die Räucherspäne gepresst worden sind. So, mal ganz kleiner Zwischenbericht nach einer Stunde. Habt ihr mal seht, wie das raucht. Reicht vollkommen aus. Muss nicht mehr haben. Nachdem die Keule jetzt geräuchert wurde, werde ich sie wieder vakuumieren, weil ich muss sie jetzt noch 2,5 Monate aufheben und ich habe bei Wildschinken die Erfahrung gemacht, dass der einfach zu sehr austrocknet. Sicherlich auch bedingt dadurch, dass der die Schwarte nicht mehr hat und auch keine große Fettschicht. Ist also ein normales Reifen lassen aufgehängt an der Luft nicht so toll. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt noch irgendwie Fragen haben oder Vorschläge, was ich für euch als nächstes produzieren soll, dann hinterlasst doch bitte dieses in den Kommentaren. Ich werde versuchen, das dann möglichst bald für euch umzusetzen. Danke sehr.